Vielen Dank, Frau Präsidentin. Da ich an der Abstimmung mitgewirkt habe, darf ich, glaube ich, auch eine persönliche Erklärung hier abgeben, im Gegensatz zu Ihnen, Frau Kipping, die ja hier anscheinend das Forum nutzt, um eine politische Erklärung zu halten und vor allen Dingen um alle, die ihre Auffassung nicht teilen, zu diskreditieren und in eine Ecke zu setzen, die völlig inakzeptabel ist, wenn es um die Neonazi-Aufmärsche in Dresden geht. Es gibt keinen Grund dafür, aber auch gar keinen. Und das wissen Sie genauso gut wie ich, wie Monika Lazar, wie viele andere von uns, die mit anderen Leuten zusammen in Dresden auf der Straße gestanden haben, dass es wichtig ist, Zivilcourage zu zeigen. Und Sie machen wieder den Fehler, zu verwechseln, dass es hier um ein Verfahren geht in einer Immunitätssache und nicht darum zu beurteilen, dass man Nazis in Deutschland keinen Raum geben will. Wir haben über 200 Ermittlungsverfahren, über 200 Menschen mussten sich der Justiz gegenüber verantworten. Und woher leiten Sie eigentlich das Recht ab, dass zwei von Ihnen, zwei von uns aus dem Deutschen Bundestag, sich durch die Nichtaufhebung der Immunität einem solchen Verfahren entziehen sollen? Zivilcourage bedeutet nicht, dass wir ein Privileg gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern haben, wenn es um Ermittlungen geht. Und wann verstehen Sie das? Ja, ich habe es einfach satt, dass die Frage von Zivilcourage wie eine Monstranz vor uns hergetragen wird. Ich schätze wahnsinnig viele Leute, die sich engagieren, die dafür auch Sachen in Kauf nehmen, die verdammt schwer auszuhalten sind. Aber es rechtfertigt nichts und auch niemanden, dass man als Abgeordnete glaubt, anders behandelt werden zu können als jede Bürgerin und jeder Bürger in diesem Land. Ich muss dann auch mit diesen Folgen rechnen. Und verdammt noch mal, ich kann doch dann nicht darauf hoffen, dass, weil ich den Status einer Abgeordneten habe, das für mich nicht gilt. Und das finde ich wirklich problematisch an der Frage. Das ist ein Fall aus der 17. BP. Ich will mich in der Sache dazu gar nicht äußern. Das ist hier nicht der Ort. Sie wissen, dass das ein internes Verfahren ist. Ich bin neu in diesem Ausschuss. Ich habe extra Akteneinsicht genommen. Ich kann nicht verstehen, sozusagen, wieso Sie einem solchen Verfahren hier an der Stelle widersprechen. Danke, Frau Kollegin. Zur Erklärung.